Lokalmatador Benedikt Staben hat zum Start der Porsche European Open im niedersächsischen Winsen an der Luhe für die große Überraschung gesorgt. Der 28 Jahre alte Golfprofi aus Hittfeld spielte eine starke 67er-Runde. Damit hat der Weltranglisten 1909 bei dem mit 2 Millionen Euro dotierten Turnier vor den Toren Hamburgs nur einen Schlagrückstand auf den Spitzenreiter Bryson DeChambeau aus den USA. Das ist ein unglaubliches Gefühl, sagte Staben dem TV-Sender Sky. Er habe versucht, auf dem extrem langen Golfplatz offensiv zu spielen. Es ist schon ein kleiner Vorteil, wenn man den Platz kennt, gestand er. Auch die Favoriten kamen auf dem über 7100 Meter langen Par-72 Kurs der Golfanlage Green Eagle mit der brütenden Hitze gut zurecht. Der amtierende Masters-Champion Patrick Reed aus den USA benötigte, wie auch der Südafrikaner Charles Schwartzel, 70 Schläge und beendete Tag 1 auf dem geteilten 27. Rang. Titelverteidiger Jordan Smith aus England startete mit einer 71er-Runde als 43. ins Turnier. Die beiden besten deutschen Golfer, Martin Keimer und Bernhard Langer, sind beim zweiten deutschen Profiturnier nicht am Start. Der zweimalige Major-Sieger Keimer legt eine zweiwöchige Wettkampfpause ein. Routinier Langer verteidigt bei der British Senior Open im schottischen St. Andriff seinen Titel.